Punkte Energie, steigert deine Energiewerte über die normalen 100 Punkte. Waffeneffizienz reduziert den Energieverlust beim Abfeuern einer Waffe. Transferrate erhöht die Geschwindigkeit beim Hoch- bzw. Herunterladen. Prozessor steigert das Tempo der Defrag-Desinfizierung und Port-Prozeduren. Wow, das ist das Upgrade-Menü. Ihr seht auch schon, wir haben hier jede Menge mehr. Und wir sind ein nicht autorisierter User. Das ist der Name der aktuellen Mission. Puh, cool. Fangen wir erstmal an. Port-Prozedur. Also ich werde hier alles vorlesen. Daran könnt ihr euch direkt schon mal gewöhnen. Port-Prozedur. Untätig. Konvertiert ein inkompatibles Subroutine in eine Subroutine, auf die das System zugreifen kann. Eine fremde Subroutine auf das Prozedursymbol ziehen. Upsala. Und F1 drücken, um den Port herzustellen. Wir haben natürlich dementsprechend noch nichts gesammelt. Basiscode. Dieses Speicherblock steht für die Installation einer Subroutine nicht zur Verfügung. Also hier können wir nichts reinpacken. Das bedeutet eigentlich, wir können hier Spezialsachen sammeln. Hier in den Außenbereichen. Und können unseren Portprozedur und unsere Desinfizierungsprozedur verbessern dadurch. Wir haben hier noch weitere Bereiche, die wir später füllen können. Hier ist zum Beispiel unser Basiscode drin. Dieser Speicherblock steht für die Installation einer Subroutine nicht zur Verfügung. Ist hier ganz klar. Also, das heißt, hier dieser Kreis außenrum, das ist unser Basiscode. Oder unser Code im Allgemeinen. Und hier haben wir so freie Punkte. Das heißt, hier könnten wir eine Subroutine, die wir ja dann hier außen haben, die zwei Punkte groß ist, hier reintun. Oder zwei einzelne Ein-Punkte, ja, Subroutinen. Und hier können wir drei und hier können wir um einiges mehr. So, Gesundheit und so weiter und so fort. Das habe ich ja vorhin schon vorgelesen. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, worauf ich am Anfang gehen soll. Energie, Gesundheit. Ja, ich bin gerade so, ja, ich will eigentlich alles erhöhen. Wir erhöhen erstmal unsere Gesundheit. So, wir sehen jetzt, oh Gott, ich habe was angeklickt, deswegen, links hier meine Anzeige wird weniger. Das heißt, das habe ich an Upgrade-Punkten eben gerade zur Verfügung. So, erhöhen wir unsere Gesundheit ein bisschen und unsere Energie. Und, unsere Waffeneffizienz. Und unsere Transferrate. Noch ein bisschen, ja. So, ich denke mal, das sollte reichen. Sollte erstmal seinen Dienst getan haben. Mit der Skeptas komme ich wieder raus. Mit weiteren Informationen. Merci, bonjour. So, ihr seht jetzt auch schon, wir haben 55 Leben und 55 Energie, aber das ist natürlich noch nicht ganz voll, also. Folge Bytes Anweisung. Wo ist denn der kleine Viech schon wieder? Byte ist im Übrigen unsere kleine Begleiterin, die wir hier nie loswerden. Ja. Aber das ist halt eben unsere Begleiterin, die wir ganz, ganz lieb gewinnen werden. Und ich habe wieder eine Begleiterin. Also so wie eigentlich in jedem Spiel fast. Oder fast im meisten Spiel. Mafia bittet darum, einen I.O.-Knoten zu dir aufbauen zu dürfen. Da gehen wir doch erstmal in die Hilfe rein. Und gucken nach. I.O.-Knoten werden dazu benutzt, Informationen von anderen Programmen zu erhalten, die sich nicht in deiner unmittelbaren Nähe aufhalten. Wenn ein nicht lokales Programm mit dir kommunizieren möchte, erscheint ein Symbol auf der linken Bildschirmseite und der nächste gelegene I.O.-Knoten leuchtet auf. Um einen I.O.-Knoten zu aktivieren, wende dich ihm zu und drücke die Action-Taste, Standard-Taste, öff. Ja, also ihr seht, merkt es auch schon, das ganze Spiel hier, ja, ist sehr computerlastig, also auch von der, was hier so abgeht. So, wir haben hier, Byte-Socket, also unser kleines Byte, was uns hier ja die ganze Zeit verfolgt, hat uns jetzt den nächsten Weg freigemacht. Hey, was bist du? Erzähl mir etwas über die I.O.-Knoten. Ein I.O.-Knoten ist die Kommunikationsbasis zweier Programme, die weiter voneinander entfernt sind. Wie die meisten Gegenstände benötigen auch I.O.-Knoten ein Genehmigungsset, um aktiviert werden zu können. Der Segmentring um das Visier gibt an, welche Genehmigungen noch fehlen. Um einen Gegenstand wie einen I.O.-Knoten zu aktivieren, musst du dich vor ihn stellen und die Action-Taste drücken. Mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Cool. Tab-Taste. Wir haben einen neuen Auftrag. Verschaffe dir Zugriff auf einen I.O.-Knoten und empfange die Nachricht von Mafria. Was ich ziemlich cool finde, in Deutsch wurde MA3A ebenfalls wie ins Englische einfach so belassen. Also Mafria. Also für 3, mal 3. Weitere Informationen dazu in der Hilfedatei, die ich aber nicht aufrufe, sondern wir... Du hast nicht das erforderliche Genehmigungsset, um diesen Gegenstand zu aktivieren. Na toll. Hier entlang, User. Ich darf noch gar nicht mit dir kommunizieren. Man sieht es jetzt auch, wir sind mit der Maustaste rüber und rechts fehlen uns zwei Sachen. Das ist schlecht. Wo ist unser kleiner Byte schon wieder? Wo bist du? Byte! Wo ist es hin?
Hallo. Weit? Ah, da ist er. Hat uns einen neuen Bereich geöffnet. Sehr nett von ihm. Aktiviere dieses Hilfsprogramm, um mehr über Archivbehälter zu erfahren. Okay, machen wir gleich. Aber erstmal erkläre ich euch jetzt, warum ich hier dieses Tutorial mache. Ihr habt es ja gemerkt, ich durfte jetzt schon ein Update machen. Wir sind jetzt auch schon Version 1.0.5. Ja, wenn man dieses Tutorial überspringt, kann man das zwar auch machen, aber ich finde es einfach zu viel cooler, auch die Grundlagen mitzunehmen. Ja, ist auch besser für euch. Ihr lernt ja auch was dabei. Erzähl mir etwas über Archivbehälter. Archivbehälter können Genehmigungen, E-Mails, Hilfedateien und Subroutinen enthalten. Wie die meisten Gegenstände benötigen sie ein Genehmigungsset, um eingesetzt werden zu können. Stelle dich vor den Archivbehälter und drücke dann die Action-Taste, um ihn zu aktivieren. Noch ein nützlicher Hinweis. Ein leerer Archivbehälter weist keine Gegenstandsknoten auf. Das müsste es gewesen sein. Mhm. Sieht ganz so aus, als hättest du auch für diesen Archivbehälter nicht das erforderliche Genehmigungsset. Aber warte mal, ich habe es irgendwo... Da ist es. Jetzt, wo du das richtige Genehmigungsset besitzt, kannst du den Archivbehälter aktivieren. Jo, und wir sehen jetzt in unserem Display oder in unserem HUD unten in der Mitte diesen kleinen, ja, Kreis. Und wir haben jetzt unsere erste Berechtigung erhalten, nämlich rechts oben. Und wenn der Kreis voll ist, haben wir... Sorry, Leute. Moment. So, jetzt geht's wieder. Haben wir eigentlich auf alles hier Datenzugriff. So, Archivbehälter durchsuchen. Willst du einen Gegenstand aus dem Archivbehälter herunterladen? Dann drücke einfach die entsprechende Taste auf deiner Tastatur. Jo, Verzeichnis 1. Also, wir müssen die Taste 1 drücken, um die Genehmigung 3 herunterzuladen. Kostet 10 Energie. Dann machen wir das doch. Na, der Update dauert natürlich jetzt noch etwas. Später geht das ratzefatze, wenn wir die Upgrades dafür haben. Und wir haben jetzt 10 Energie gegen einen Archivbehälter getauscht, beziehungsweise... Oh Gott, was ist denn gerade los mit meiner Stimme, ey? Ich hab ihm gerade ein bisschen Husten, ich weiß nicht warum. Ja, haben jetzt unseren zweiten Zugriff erhalten. Gehen wir mal zurück zum I.O.-Knoten. Jetzt verfügst du über das richtige Genehmigungsset, um die Nachricht von Mafria zu empfangen. Yay! Na dann, Mafria! Wir wollen mit dir kommunizieren. Ich mache aber erstmal. Um den IO-Knoten zu aktivieren, stellst du dich vor ihn und drückst die Action-Taste. Jo, dann mache ich aber jetzt gleich. Ich gucke erstmal nach, ob die Aufnahme was geworden ist. So, da bin ich auch schon wieder. Funktioniert alles wunderbar. Wunderbar, also können wir uns jetzt den IO-Knoten aktivieren oder runterladen. Mit IO-Raster. Deine 2. Um fortfahren zu können, benötigst du erst einen Diskus. Wozu brauche ich diesen Diskus? Er ist deine Primärwaffe gegen die Korruption. Knoten deaktiviert. Nachricht, IO-Knotengespräch mit Mafria abgeschlossen. Wir brauchen einen Diskus. Der Umgang mit diesem Diskus ist etwas knifflig. Ich empfehle dir dringend, ein Gefechtstutorial zu belegen. Folge mir. Okay, Mama. Ich habe zwar den Diskus noch nicht bekommen, aber naja, passt schon. Kriegen wir gleich. Mafria hat für dich eine Trainingsarena vorbereitet. Der Datenstrom, der zu dieser Arena führt, befindet sich auf der anderen Seite dieses Energiefelds. Dummerweise fehlt das Binärbit für dieses Socket. Was sagt denn unsere Hilfedatei? Binärbits! Binärbits werden gebraucht, um Socketschalter zu bedienen. Um einen Socketschalter zu aktivieren, wende dich dem Binärbit zu und drücke die Action-Taste. Es ist üblich, auf Sockets zu stoßen, denen das Binärbit fehlt. Schau dich um. Gut möglich, dass du in der Nähe ein entladenes Binärbit findest. Um ein entladenes Binärbit wieder mit Energie aufzuladen, hältst du die Action-Taste gedrückt, bis das Bit wieder zum Leben erwacht, was auch an dem aufgefüllten farbigen Anzeige auf dem Bildschirm zu erkennen ist. Klingt einfach und ist auch einfach. Erzähl mir etwas über den Energietransfer. In regelmäßig wiederkehrenden Zeitabschnitten fehlt den Binärbits die Energie, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Wenn du ein Bit mit Energie versorgen willst, dann stellst du dich vor das Bit und hältst die Action-Taste gedrückt. Hat sich die Anzeige, die im HUD erscheint, gefüllt, ist der Transfer abgeschlossen. Sag ich doch. Klingt einfach und ist auch so. Da haben wir schon ein kleines Binärbit. Benötigt 13 Energie. Ja dann, bitteschön, Kreister. Und ihr merkt auch schon, das Leben in deinem Computer ist nicht allzu einfach. Nein, nein, nein. Also, das habe ich mir einfach auch vorgestellt. Naja, Einsen und Nullen. Alles Einsen und Nullen. Ja. Ja, wunderbar. Wir haben das Energiefeld weggemacht und... Oh Gott, was eine schöne Anzeige.
Trete einfach in den Datenstrom, wenn du dich zur Gefechtstrainingsarena transportieren lassen willst. Ich weiß noch nicht. Soll ich das wirklich machen? Habe ich ja auch alles schon... Ja, natürlich habe ich ja alles schon. Na klar, gehen wir zum Datenstrom zur Gefechtsarena. Aber in beide Richtungen funktioniert ja auch. Schade, dass es dafür keine Sequenz gibt, wie man übertragen wird. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Damit haben wir das Tutorial oder das Anfangstutorial schon mal abgeschlossen. Wir sind irgendwo anders. Verdammt. Wir könnten jetzt wieder zurück, aber es ist nicht aktiv. Was willst du von mir? Um den Diskus aufzunehmen, stellst du dich vor ihn und drückst die Action-Taste. Wir haben einen Diskus! Wir haben einen Diskus! Das ist unsere Hauptwaffe in diesem Spiel. Und ihr seht auch schon, ich kann ihn schleudern. Ewig weit. Und er kommt immer wieder zurück. Nein! Du kommst nicht zu mir zurück. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Ha, ich versteck mich. Du kriegst mich nicht. Verdammt, der hat mich doch gekriegt. Ja, diesen Diskus kann ich auf zwei Arten verwenden. Einmal mit der linken Maustaste ganz normal. Und der fliegt und fliegt und fliegt und sieht. Bis zum Ende und Endlichkeit. Und wenn ich esse linke und dann die rechte Maustaste so, dann kommt er sofort zurück. Kann man ganz schnell machen. Seht ihr, habt ihr gesehen, wie schnell ich schmeißen kann? Ne? Ihr seht gar nicht, dass er wegfliegt. Ha, so schnell ist das. Ja, es ist halt eben einfach nur, um seinen Diskus jederzeit dann wieder zurückzuholen. So, wir haben unseren Diskus aufgesetzt und wir kriegen die Auswahl Kampfausbildung fortsetzen oder Kampfausbildung überspringen. Rate mal, was ich wähle. Fortsetzen. Mafia sei jetzt schon. Bit, was hast du für mich? Gut, doch bevor wir loslegen, solltest du noch kurz deine Patch-Routinen dazu benutzen, um deine Gesundheit und Energie vollständig wieder aufzuladen. Okay, dann machen wir das doch. Aktiviere das Hilfsprogramm, wenn du mit dem Gefechtstraining beginnen willst. Okay, machen wir. Aber erstmal laden wir uns auf. Ihr seht, wir haben schon 110 Energie und 110 Leben. Das ist ziemlich cool. Für den Anfang eigentlich ziemlich viel. Finde ich schon. So, Hilfsprogramm. Erzähl mir, wie man mit dem Diskus umgeht. Es ist allgemein üblich, den Spielfortschritt zu speichern, bevor man sich in Gefechtssituationen stürzt. Mach das bitte. Trete in den Gefechtsring, wenn du soweit bist. Zack, ich habe einmal kurz schnell gespeichert. Ist natürlich die ganz normale Taste F.